Das ist der eigentliche Skandal. Nach Ausbruch der angeblichen schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren hätte es das erste Ziel der Regierung sein müssen, Krankenhauskapazitäten auszubauen. Und genau das war unser Auftrag, sogar einstimmig im Haushaltsausschuss und im Plenum an Herrn Spahn, schon vor 12 oder 15 Monaten in diesem Land Aufbau. Stattdessen ist das hier passiert, ein Abbau. Nur und nur deshalb haben wir ein medizinisches Problem in den Krankenhäusern zurzeit. Es ist kein epidemiologisch kausal begründetes, sondern es ist ein reines Politikversagen. Liebe Klartext-Freunde, es ist der 19. November, ein weiterer sehr zeitnaher Klartext-Bericht aus dem Bundestag in Berlin. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es in absehbarer Zeit noch viele fast live Klartext-Berichte geben wird, denn gestern wurde hier im Bundeshaus verabschiedet, heute im Bundesrat zu verabschieden und vermutlich ab Montag in Kraft das fünfte Änderungsgesetz zum Infektionsschutzgesetz seit März 2020, und diesmal kommt es knüppeldick, wirklich für 30% der Bevölkerung, eigentlich sogar noch für erheblich mehr, wenn man es genauer sieht. Ein faktischer Lockdown, teilweise starke Einschränkung der Berufs- und Bewegungsfreiheit, der Freizügigkeit, all das ist gestern beschlossen worden. Diesmal kommt es wirklich hart und mit wenigen Ausnahmen. Und insofern muss es natürlich auch in diesem Klartext leider aus Aktualitätsgründen schon wieder um Corona und Corona-Maßnahmen gehen. Ein Lockdown für Ungeimpfte und teilweise auch Lockdown für andere muss kommentiert sein. Ich will mich dabei nicht zu sehr auf Gesundheitliches beschränken, denn Sie haben seit 2020 schon viele, viele Klartexte zu dem Thema gehört. Es ist vieles aufgeklärt. Ganz viele sogenannte Verschwörungstheorien und Prognosen sind inzwischen zur Realität geworden. Die Dystopie nimmt langsam Gestalt an. Vieles ist auch auf YouTube nicht explizit möglich, sodass ich nicht nochmal alles, was ohnehin schon teilweise grenzwertig war, hier nochmal wiederholen kann. Aber ich setze mal voraus, dass inzwischen doch verstanden wurde, dass statistisch, insbesondere statistisch, massiv gelogen und vernebelt wird. Darum soll es auch in diesem Klartext noch einmal gehen. Interessanterweise dürfen andere nicht rechte, nicht böse, eher links verortete Menschen auch im Mainstream Dinge sagen, die wir schon seit 18 Monaten sagen. Intensiv und im Klartext teilweise genau in den gleichen Worten sagen. Sie dürfen damit auch auf YouTube, ohne dass es gesperrt wird. Ich erinnere, und vielleicht verlinken wir es auch, an ein Interview von gestern vom Bundestag von der Kollegin Sarah Wagenknecht von den Linken natürlich. Da wird sie zwar nicht mehr so gerne gesehen, aber sie ist nach wie vor links, ein linken Mitglied. Und sie hat in einem Weltinterview Dinge sagen dürfen, die eigentlich gar nicht so gesagt werden dürften. Sie hat dabei bereits jetzt 700.000 Abrufe, vermutlich kommt sie noch auf die Millionen, sogar auf YouTube. Also man darf offenbar doch ohne Sperren einiges sagen, wenn man nur links ist. Und nur mal ein paar Stichworte, merken Sie sich die Stichworte, denn ich komme auf fast alle im Laufe dieser Sendungen auch noch zurück. Sie hat gesagt, unter anderem, traditionelle Impfstoffe sollten doch endlich zugelassen werden. Totimpfstoffe, klassische, nicht mRNA, nicht Vektorimpfstoffe. Das, was halt Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte lang fast schon funktioniert hat und was die Menschen in aller Regel freiwillig gemacht haben, natürlich nicht immer alles, aber es war zumindest nicht dieser Aufstand im Land, der durchaus berechtigt ist gegen die aktuellen untertesteten mRNA-Impfungen, war einfach nicht so im Land. Sie darf es sagen, lasst endlich die traditionellen Totimpfstoffe zu und jetzt bitte keine Zuschriften zum 100. Mal von den Menschen, die wirklich sagen, es kann keine Totimpfstoffe geben, weil es ja gar keine Viren gibt. Die Debatte möchte ich hier nicht führen, ist auch nicht nötig, das macht ihr bitte woanders. Jedenfalls hat sie gesagt, traditionelle Impfstoffe endlich zulassen. Das haben wir auch schon oft gesagt. 2G sei nur eine Scheinsicherheit, hat sie gesagt. Auch das ist so. Geimpfte sind Teil des Infektionsgeschehens. Das ist inzwischen unbestreitbar, hat sogar der Weltmoderator dann zugeben müssen im Rahmen dieses Interviews. Sie sind Teil des Infektionsgeschehens, das ist unbestreitbar. Inzwischen gibt das auch jeder zu, auch das RKI, obwohl das 2020 genau nicht der Fall hätte sein dürfen. Man sollte absolut sicher steril immun sein. Passiv nicht mehr ansteckbar und aktiv nicht mehr ansteckungsfähig. All das waren die Versprechungen, die längst kassiert sind. Impfen sei kein Akt der Solidarität, genau aus diesem Grund, weil man eben weiterhin anstecken kann. Auch das sagt Sarah Wagenknecht, auch das ist unsere Rede seit 18 Monaten. Inzwischen ist es eigentlich bekannt. Und damit sollte eigentlich jede Maßnahme vom Tisch sein, die in Richtung Zwangsimpfung geht oder in Richtung Rechteausübung nur für Geimpfte. Denn es gibt keinen
Argumentation, die in Richtung läuft, ihr müsst das tun, um andere zu schützen. Es gibt sie nicht. Sarah Wagenknecht darf es aussprechen. Wir dürfen es irgendwie nicht aussprechen oder werden dann als Schwurbler, Impfleugner, Virusleugner oder sonst irgendwie böse rechts einsortiert. Sie hat gesagt, wir laufen in eine Spaltung der Gesellschaft und in eine Diskriminierung der Ungeimpften hinein. Es ist unübersehbar seit gestern nun wirklich. Wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten drastisch an jeder Ecke der Republik sehen. Es wird unglaubliche Szenen geben. Ich glaube wirklich, dass die Diskriminierung, die offene, dann auch erkennbar wird, weil sich vielleicht doch nicht alle Ungeimpften in die vier Räume einsperren lassen oder sie einfach nicht einsperren lassen können. Und es kann sich auch nicht jeder alle 24 Stunden testen lassen. Das ist einfach absurd. Und teilweise geht es ja nicht mal mehr mit Tests, manche Freiheitsrechte auszuüben. Also die Diskriminierung und die Spaltung der Gesellschaft ist nun fast perfekt. Sie ist gewollt, sie ist medizinisch nicht angesagt. Keinerweise die Einschränkung der Grundrechte ist nicht begründbar. Das haben wir alles oft genug ausgearbeitet. Sarah Wagenknecht darf es offen sagen im Weltinterview. Sie hat auch gesagt, es sei jetzt ein faktisches Sportverbot für ungeimpfte Jugendliche da. Auch das ist richtig. Ganz übel eine Gruppe, die hochvulnerabel ist, unsere Kinder, die Sport machen, um ihre Gesundheit zu erhalten. Es ist ein Angriff auf deren Gesundheit. Das ist ein Zitat von Wagenknecht, auch von mir schon 100-mal gesagt. Es ist ein Angriff auf ihre Gesundheit, ihnen ihre Bewegung, ihren Sport, ihr Training wegzunehmen, von ihrer Psyche ganz abgesehen. Es ist wirklich ganz übel. Es ist das offene Mobbing, dem hier Vorschub geleistet wird. Es ist die offene Diskriminierung der Schwächsten, die das teilweise nicht mal verstehen werden. Der Druck ist brutal, sich impfen zu lassen. Und es ist und bleibt auch bei den Kleinen ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Sie haben die gleichen Rechte wie die Erwachsenen. Also all das hat sie gesagt und sie hat hundertprozentig recht damit. All das sagen wir, sage ich genauso. Sie hat dafür fast 1 Million Abrufe demnächst auf YouTube. Sie darf das sagen, wir dürfen es im Mainstream schon gar nicht sagen. Das ist halt der Unterschied. Und da wird auch die Medienmeute sehr unfair. Aber immerhin, wir nehmen es, wie es kommt. Wenn die Wahrheit mal im Mainstream darf, ist es ja gut. So, komischerweise wurde Sarah Wagenknecht auch nicht als Corona-Leugnerin bezeichnet in diesem Interview. Also genau das, was uns ja eigentlich permanent passiert. Und da halte ich es jetzt mal mit Ramin Paimani, der gesagt hat, wer Kritiker als Leugner bezeichnet, will Sachfragen zu Glaubensfragen machen, um Widerspruch zur Ketzerei erklären zu können. Nochmal, wer Kritiker als Leugner bezeichnet, will Sachfragen zu Glaubensfragen machen, um Widerspruch dann zur Ketzerei erklären zu können. Das ist genau das, was hier zurzeit geschieht. Wir haben darauf auch schon öfter aufmerksam gemacht. Es gibt dazu auch sehr lesenswerte Artikel, zum Beispiel von Manfred Kleine Hartlage, hat schon mal geschrieben vor längerer Zeit. Ein Leugner ist immer auch ein Lügner, denn leugnen heißt, etwas in Abrede zu stellen, was man in Wirklichkeit durchaus für wahr hält. Wer einem anderen dies unterstellt, geht offenbar davon aus, das Bestrittene sei so offensichtlich die Wahrheit, dass man es gar nicht mit Gründen bezweifeln könne. So zu denken heißt aber vorauszusetzen, es gebe Wahrheiten, die jeder Kritik von vornherein entrückt seien, weswegen eine solche auch nur auf bösem Willen beruhen könne. Und das passe natürlich überhaupt nicht zum Sprachgebrauch einer liberalen Gesellschaft. Alles richtig, so ist das. Der eine oder andere kennt sicher auch Karl Popper, demzufolge ein durchaus linker, kann man sagen, Wissenschaftstheoretiker, der ja die sehr offene Gesellschaft gepredigt hat an anderer Stelle. Und Karl Popper hat in seiner Wissenschaftstheorie gemeint, dass Wissenschaft nicht darin bestehe, Wahrheiten zu beweisen, sondern Unwahrheiten zu widerlegen. Wissenschaftlichkeit setze Falsifizierbarkeit voraus. Unstrittiges im Sinne von unbestreitbares Wissen kann es in der Wissenschaft nicht geben. Das heißt, jeder, der sich bei der Corona-Thematik auf Wissenschaftlichkeit beruft, ist gerade insbesondere bei einer Viruswissenschaft und einem Virus, das es erst seit 2 Jahren gibt und die Seren dagegen noch völlig untertestet sind, es gibt es einfach nicht. Natürlich ist da noch ganz vieles falsifizierbar und es wurde ja auch bereits in den letzten 18 Monaten unglaublich viele Behauptungen falsifiziert von den Hysterikern und von denen, die behaupten, mit der Impfung ist alles lösbar. Unglaublich viel wurde bereits kassiert, es wird noch viel mehr kassiert. Die ganzen Behauptungen fallen wie ein Kartenhaus zusammen. Es wird nur umgekehrt geleugnet vom Mainstream, dass es diese Einwände gibt. Das mit unstrittig tatsächlich unbestreitbar gemeint ist, ergibt sich aus dem Wort Leugnung. Es führt aus der Wissenschaft, aus der Welt der Wissenschaft hinaus. Es postuliert absolutes, im Grunde gottgleiches Wissen. Und das haben die ganzen Mainstream-Herrschaften eben nicht, beileibe nicht, überhaupt nicht, in keiner Weise. Das ist alles der Weg in den Totalitarismus. Gehen wir zum nächsten Spruch von Sarah Wagenknecht. Es gibt kein moralisches Argument pro Impfung.
Aber doch wird das weiterhin konsequent behauptet und ins Feld geführt vom Mainstream. Ich erinnere an diesen von mir schon öfter gebrachten Spruch von Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik und Gesellschaft RTL. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das sagte Blome schon vor fast einem Jahr, ein Dreivierteljahr bestimmt. Und er hat seinen Willen, er hat es bekommen. Inzwischen zeigt die ganze Republik mit dem Willen und sogar mit der Forderung der Regierung und der ganzen massenmedialen Meute auf die Ungeimpften. Sie werden geoutet, sie werden diskriminiert. Und das wäre, um ganz ehrlich zu sein, heutzutage noch das kleinste Problem. Denn eigentlich wird ja nicht nur auf sie gezeigt, sondern in ihr Leben wird permanent eingegriffen. Ihre Rechte werden beschränkt. Es ist nicht nur ein Zeigen, ein Outen, ein Mobbing. Es ist inzwischen knallharte, brutale physische Gewalt, die auf diese Menschen ausgeübt wird. Wir werden das in den nächsten Wochen sehen. Und das wird auch nicht dadurch besser, dass viele sich fügen werden, weil die Staatsgewalt natürlich brutale Strafen einführt. Es wird penalisiert, massiv, Strafen für lächerlichste Vergehen, wie vielleicht mal einen abgelaufenen Impfpass noch vorzeigen von bis zu 25.000 Euro. Natürlich diszipliniert das und natürlich geht der Deutsche dann nicht gleich demonstrierend auf die Straße, jeder Einzelne, aber es ist brutale Staatsgewalt an dieser Stelle ohne echte medizinische Begründung. Immerhin reden wir immer noch von einem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, das Grundrecht eines jeden Menschen oder eines jeden Deutschen nach 2.2 Grundgesetz. Wohlgemerkt bei Impfstoffen, für die niemand irgendeine Haftung übernimmt. Es ist eine ungetestete oder untertestete Methodik, Impfmethodik. Tja, die nächste Behauptung. Geimpfte sind Teil des Impfgeschehens. Sind also nicht Teil des Impfgeschehens. Das ist, sagt Sarah Wagenknecht, das sagen wir auch. Das ist inzwischen unbestreitbar. Man kann sich auf RKI-Statistiken berufen inzwischen. Fangen wir doch mal erstmal mit der RKI-Definition an. Bis zum 2.11. stand auf der Seite des RKI, dass natürlich die Impfung funktioniert und dass die Übertragbarkeit des Virus damit massiv eingeschränkt wird. Und dann plötzlich stand dieser Satz drin: In welchem Maß die Impfung die Übertragbarkeit des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Das steht natürlich aus juristischen Gründen da, aber erst seit Neuestem, weil genau das war das zumindest unerklärte oder eigentlich sogar erklärte Postulat, die Impfung, dass massiv die Übertragung des Virus eigentlich um 100% reduziert wird durch die Impfstoffe. Das steht jetzt nicht mehr dran, es wird nicht mehr behauptet. Dafür fehlt anstelle diesen neuen Satzes ein anderer Satz, es fehlt einer, nämlich dieser hier, der bis Oktober noch auf der Seite des RKI stand. Es erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Das ist das, was immer gesagt wurde uns. Sie spielen keine Rolle mehr. Die Geimpften sind im Prinzip keine Überträger mehr. Der Satz fehlt nun. Ja, warum fehlt er denn nun? Auch hier, das haben uns die bösen Verschwörungstheoretiker lange vorausgesagt und eigentlich auch die seriösen Epidemiologen. Sie wussten es immer, dass diese Impfung, diese, vielleicht sogar jede, da kann man drüber streiten, die Epidemiologie nicht komplett zum Stehen bringt. Und genau diese Tatsache wird einerseits gebracht in den RKI-Wochenberichten, nun auch quantitativ, weil es unumgänglich ist, man muss es bringen. Andererseits wird es aber auch vernebelt. Auch das kann ich Ihnen belegen, wir verlinken Ihnen das auch. Es gibt RKI-Wochenberichte, Kalenderwoche 41 bis 44, wir verlinken Ihnen das, wird bereits aufgezeigt, dass 41,7% der doppelt Geimpften wahrscheinlich an Covid-19 verstorben sind. Also wirklich die ganz schweren Fälle. 41% der Verstorbenen waren doppelt geimpft. Und dann wurden in diesem Wochenbericht, der ist vom 11.11.21, wurde auch noch dieselbe Zahl in den Vorwochen gezeigt. Wie gesagt, wir verlinken Ihnen das. Also 41% Anteil wahrscheinliche Impfdurchbrüche, also man kann auch sagen Impfversagen, an verstorbenen Covid-19-Fällen. 41,7% steht hier ganz unten. Und daneben steht der durchschnittliche Wochenwert in den Wochen, Kalenderwochen 05 bis 44, auch in 2021, 11,7%.
Ja, in Worten, ein dramatischer Aufwuchs von 11 auf inzwischen 41%. Und jeder Blinde könnte sich daraus schließen, dass diese Zahl offensichtlich noch weiter steigen wird, was sich auch Woche für Woche bestätigt. Es ist so, es wird also noch schlimmer werden. Das können wir sogar belegen direkt an dem Wochenbericht danach. Das ist dann der vom 18.11., der uns auch schon vorliegt, von gestern. Verstorbene symptomatische Covid-19-Fälle. Sie haben, man hat die Terminologie geändert, um es schwerer vergleichbar zu machen. Anteil Impfdurchbrüche, es ist genau die gleiche Prozentzahl. Wir sind bereits bei 42% inzwischen in der Kalenderwoche, in den Kalenderwochen, eben die Woche danach. Das sind dann die von 42 bis 45. Und, oh Wunder, es fehlt die Angabe zu den Durchschnittsprozentzahlen der Wochen davor. Genau das, was ich eben vorgelesen habe, die 11,7%, die offensichtlich 21 bis Oktober oder so in den Intensivstationen mit Impfung gestorben waren, nur 11,7%. Und jetzt sind wir schon bei 42%. Die Vergleichbarkeit bringt das RKI nicht mehr. Das ist kein Zufall. Solche Dinge geschehen absichtlich. Man soll nicht mehr vergleichen können. Wir verlinken Ihnen das aber. Danke an den Zuschreiber, der mir das geschickt hat. Man muss leider tief graben, um diese Sauereien aufzudecken. Aber so sind die RKI da. Das ist kein Unfall, das ist kein Zufall. Es ist bewusste Manipulation von oben durch Auslassen, teilweise auch durch Änderung der Definition, durch Änderung der Statistik, durch Änderung der Terminologie. Es wird alles versucht, um zu vernebeln. Und das passt ja auch gut ins Bild, wenn der Herr Weinerliche, Herr Wieler, der in Totalpanik macht inzwischen, seinen eigenen Laden in keiner Weise im Griff hat und die wichtigste Statistik, wie viel Prozent der Menschen auf den Intensivstationen sind denn geimpft oder nicht geimpft, schlichtweg nicht beantworten kann. Das hat er nämlich gerade in einer Bundespressekonferenz und in einer anderen Konferenz nicht beantworten können. Obwohl er ja offensichtlich zumindest die wichtigsten Daten dazu hätte. Er hätte sie sogar, er wollte sie vielleicht auch nicht sagen. Weil das nämlich der Panik die Spitze bräche, die er selbst verschürt die ganze Zeit. Tja, gemäß allgemeiner Lebenserfahrung sind 97% der Wissenschaftler derselben Meinung wie ihre Geldgeber oder in diesem Fall vielleicht ihre Arbeitgeber, denn das RKI ist ja bekanntermaßen eine Unterbehörde des Bundesgesundheitsministeriums und ich sage Ihnen voraus, es wird beim Nachfolger von Herrn Spahn nicht besser mit der Vernebelung, egal ob er nun am Ende grün oder rot ist, das wird nicht passieren. Ja, was wurde denn nun gestern beschlossen? Grenzwerte bestimmen jetzt über unser Leben. Das ist ja im Prinzip sogar, vom Prinzip her sogar richtig. Endlich ist es der Hospitalisierungsindex, die Hospitalisierungsrate und nicht mehr die völlig nichtssagenden, absurden Inzidenzwerte, die in aller Regel zu 90-95% völlig problemlos verlaufen und keinerlei Bedeutung haben, und wenn dann nur für eine Risikogruppe. Jetzt ist es der Hospitalisierungsindex. Das ist im Prinzip richtig. Aber welche Grenzwerte hat man denn nur eingefügt? Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen. Das ist das neue Kernkriterium, anhand der die Lage beurteilt wird. Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Eine Hospitalisierungsrate von 3 führt bereits zu dramatischen Konsequenzen, insbesondere für Nicht-Geimpfte, denn es gilt dann bereits flächendeckend 2G. Und jetzt deklinieren wir das mal aus. Das bedeutet, 3 Menschen in einer Woche gehen ins Krankenhaus in einer Stadt von vielleicht 100.000 Einwohnern. Das ist absurd tief. Kein Krankenhaus kommt deswegen auch nur ansatzweise an die Belastungsgrenze. Das gilt im Einzelfall und das kann man auch mal in der Makrolage mal durchdeklinieren. 3 von 100.000 pro Woche wohlgemerkt. Wenn man das hochrechnet aufs Volk, dann kommt man nach meiner Rechnung, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 2.400 Fälle bei 80 Millionen Einwohnern in diesen 7 Tagen. Und wenn man jetzt wirklich sehr konservativ und großzügig unterstellt, dass man vielleicht nicht nur 7, sondern 14 Tage im Hospital bleibt, dann kommen Sie in der Spitze bei einer 3er Hospitalisierungsinzidenz auf 4.800 Menschen, die tatsächlich hospitalisiert liegen, innerhalb dieser 14 Tage in der Spitze. Das ist die Spitze. Bei einer 6er Inzidenz, wo es noch viel drakonischer wird, es steht auch schon im Gesetz, gibt es noch viel dramatischere Maßnahmen bei Hospitalisierungsrate 9. Ist es noch viel schlimmer, da sind wir praktisch beim kompletten Lockdown für Ungeimpfte bereits. Sie dürfen sie dann bald gar nichts mehr machen. Selbst bei 9 wären wir bei 15.000 Menschen, die in der Spitze in 14 Tagen im gesamten Volk irgendwo ins Hospital müssen. 15.000. Und wohlgemerkt, das sind die Hospitalplätze. Wir reden nicht von Intensivplätzen. Machen wir also diesen Bruch der Rechnung auch noch auf. Also wenn man jetzt wirklich sehr großzügig annimmt, dass 20 bis 30%, das ist wahrscheinlich zu hoch geschätzt, der
Hospitalisierten, der mit Corona-Hospitalisierten auch wirklich in die Intensivstation müssen. Klammer auf, selbst dann müssen sie noch nicht zwingend beatmet werden. Die meisten kommen erstmal zur Beobachtung oder zur Sicherheit in die Intensivstation, sind also noch nicht bei den Beatmungsplätzen. Selbst wenn es 20-30% dieser Menschen wären, in der absoluten Spitze, dann reden wir selbst bei einer 9er Hospitalisierungsinzidenz von maximal 3.000 bis vielleicht 5.000 Menschen, die wirklich einen Intensivplatz brauchen. Und wir sind ja bereits jetzt fast am Höhepunkt. Im Dezember und Januar wird der Höhepunkt erreicht werden. Wir sind jetzt auch in einigen Bundesländern bei dieser 9er, 10er Inzidenz. Ja, mei, dann sind wir bei diesen 5.000 Menschen. Wir haben 30.000 Intensivbetten in diesem Land. Das muss endlich mal verstanden werden. Nach aller Logik dürfen diese 5.000 Menschen, selbst wenn sie so kommen, und danach sind sie ja wieder raus. Danach sind die allermeisten wieder raus aus einer Intensivstation nach diesen 14 Tagen. Oder sie sind tatsächlich gestorben. Das soll vorkommen, bedauerlich wie es ist. Aber jedenfalls nach 14 Tagen ist das wieder ein neues Spiel. Das heißt, ich habe schon sauber gerechnet. Es ist nur der Peak in den Intensivstationen problematisch. 5.000, das ist schon konservativ gerechnet. Und bei 30.000 Intensivbetten darf oder dürfte, muss ich sagen, es keine Probleme geben. Warum gibt es dann aber doch Probleme? Ja, da kommt wieder dieses berühmt-berüchtigte Schaubild ins Spiel, das wir immer und immer wieder zeigen müssen. Das sind die belegten Betten. Seit 2 Jahren jetzt. Erstaunlich stabil. Und wissen Sie, warum das so stabil ist? Weil die Krankenhäuser unglaublich viel Flexibilität haben, vielleicht Intensivpatienten, die vielleicht auch Corona haben oder ganz andere Dinge, rein oder rauszuschieben. Sie sind nicht sicher, Intensivpatienten. Aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen müssen die 75%-Quote eigentlich immer erreicht werden. Das haben die Krankenhäuser schon vor Corona so gemacht. Und das wird immer noch durchgehalten. Und Sie sehen nichts, Sie sehen keinerlei Spitzen durch alle Wellen der Corona-Zeit. Es war immer die gleiche Belegungsquote auf den Intensivstationen. Das heißt, sowohl relativ 75%, 70%, als auch absolut etwa 20.000 Betten, die belegt waren, immer. Vor Corona wahrscheinlich schon, auch wenn die Statistik jetzt nicht vor Corona zurückgeht. Das hat betriebswirtschaftliche Gründe und es hat teilweise auch Incentivierungsgründe, weil Herr Spahn schon 2020 Methoden eingeführt hat, wonach die Krankenhäuser, wenn sie über dieser Schwelle liegen, mehr Geld bekommen, und zwar massiv mehr Geld. Wir reden von vielen Milliarden. Und natürlich ist es dann betriebswirtschaftlich rational, die Quote auch zu halten. Für jedes einzelne Krankenhaus, das lässt sich nachweisen, diese Krankenhäuser, ganz viele haben Betten abgemeldet, aktiv abgemeldet, damit die Quote automatisch steigt, obwohl die Anzahl der Intensivpatienten sich überhaupt nicht verändert hat. Das ist ein Volkssport in Krankenhäusern, und das läuft schon seit Monaten jetzt, seitdem diese Veränderung durch den Staat eingeführt wurde, seitdem der Staat sich diese Belegungsquote erkauft geradezu. Nach oben ist sie nie ausgerissen, weil das nicht nötig war, pekuniär für die Krankenhäuser. Medizinisch hätte es notwendig sein müssen, sollte man meinen, ist aber in keinem Schaubild erkennbar. Das heißt, die höhere Belegungsquote wird nur erreicht, weil Betten abgemeldet wurden. Das erkennt man hier an der sehr stark schnell fallenden Zahl an freien Betten und auch Gesamtanzahl von Betten, weil eben abgemeldet wurde. In einzelnen Krankenhäusern, nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen und eben auch absolut. Und das ist inzwischen auch im Mainstream angekommen. Wir reden von zwischen 4.000 und 8.000 abgemeldeten Betten, je nachdem, ob man auch die Notfallreserve noch mit einrechnet oder nicht. Das ist wahnsinnig viel. Da reden wir von 20-30% der Gesamtkapazität. Also gut, von 15-20% der Gesamtkapazität. Und das ist der Unterschied zwischen Engpass, zwischen problematischer Situation bei einem 9er Hospitalisierungsindex oder einem völligen Routinegeschehen im Krankenhaus. Es gibt kein Problem, wegen Corona schon gar nicht. Es gibt eigentlich überhaupt kein Problem, wenn nicht gleichzeitig Pfleger gekündigt hätten. Und da muss man dann doch die Frage stellen, ja, warum kündigen sie denn eigentlich? Und zum einen, weil die offensichtlich Herr Spahn die vielen, vielen Milliarden, die wir ihm im Haushaltsausschuss schon 2020 gegeben hat, nicht an diese Leute ausgeschüttet hat. Wenn das der Engpass ist, dann hätte er mehr als genug Geld gehabt, um die bei der Stange zu halten. Und natürlich durfte er und die Ampel-Nachfolger-Wahnsinnigen jetzt nicht auch noch eine Impfpflicht ausgerechnet im Medizin- und im Pflegebereich verfügen. Genau das läuft nämlich auch das Spiel, weswegen dann nochmal 10-20% kündigen werden. Und dann können sie tatsächlich mit noch schnellerem Abfall der Bettenanzahl rechnen. Das ist alles Wahnsinn, das ist alles total kontraproduktiv. Es ist nicht falsch, es ist das Gegenteil von richtig. Es ist 180 Grad falsch, was hier zurzeit gemacht wird. Und es wird demnächst wirklich gefährlich, noch ins Krankenhaus zu müssen oder gar auf die Intensivstation zu müssen, egal mit welcher Krankheit, weil es überall einen Engpass gibt, wenn man die Pfleger in diesem Maße aus den Berufen treibt und sie derart frustriert und die Ärzte gleich dazu. Niemand von uns leugnet oder behauptet irgendwie was anderes. Es gibt Engpässe auf den Intensivstationen, aber nach wie vor nicht wegen kausalen Corona-Patienten, nur so einem ganz kleinen Teil
in Sommerzeiten waren wir bei 2-4% Corona-Belegung. Inzwischen sind wir etwas höher, aber es geht nicht weit über 10% hinaus. Und das darf unser Gesundheitssystem unter normalen Umständen nicht in die Knie bringen, in keiner Weise. Zurück zur Vernunft kann man da nur sagen, und die Berliner Zeitung schreibt ja auch zu Recht, das ist der eigentliche Skandal. Nach Ausbruch der angeblichen schlimmsten Pandemie seit 100 Jahren hätte es das erste Ziel der Regierung sein müssen, Krankenhauskapazitäten auszubauen. Und genau das war unser Auftrag, sogar einstimmig im Haushaltsausschuss und im Plenum an Herrn Spahn, schon vor 12 oder 15 Monaten in diesem Land Aufbau. Stattdessen ist das hier passiert, ein Abbau. Nur und nur deshalb haben wir ein medizinisches Problem in den Krankenhäusern zurzeit. Es ist kein epidemiologisch kausal begründetes, sondern es ist ein reines Politikversagen. Und es wird unter der Ampel, wenn man nicht endlich die Kausalitäten anerkennt, nicht besser werden. Wir reden übrigens auch nicht von Knappheiten bei Beatmungsgeräten. Das ist auch alles Propaganda, Beatmungspropaganda, Todesursache, Atemwegserkrankungen. Sind 2020 runtergegangen auf den Intensivstationen. Es lagen weniger Menschen mit Beatmungsproblemen oder mit Atemwegserkrankungen und sind auch weniger gestorben als all die Jahre davor in den Krankenhäusern und sind da gestorben. Weniger. 60.000 sind wirklich an Todesursache Atemwegserkrankungen gestorben in 2020. Davor waren es zwischen 65.000 und 70.000 all die Jahre. Die Pandemie ist auch hier nicht erkennbar. Es ist einfach nicht wahr, obwohl das ja eigentlich das ist, was im Endstadium von Covid tatsächlich angeblich immer zum Tod führt, das böse Ersticken. Das gibt's vielleicht, aber es war nicht erkennbar in den Statistiken gegenüber den Vorjahren vor der Pandemie. So, dann nochmal zur Aktualität gestern. Sitzung des Plenums, 18. November. Diesmal wurde das Änderungsgesetz zum Infektionsschutzgesetz nicht mehr von der alten GroKo rot-schwarz eingebracht, sondern von der neuen Ampel, die noch gar nicht da ist, die aber schon ihre Mehrheit und ihre Macht ausgespielt hat. Fünftes Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und so weiter. Die Union, das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, hat nur Scheingefechte geführt. Sie ist vollständig einverstanden mit all dem, was die Ampel da auf den Tisch legt. Sie will nur zusätzlich ostentativ auch noch die epidemische Notlage verlängern. Ich sage Ihnen voraus, dass heute im Bundesrat der Widerstand der Union, der gestern im Bundestag da war, sich nicht mehr manifestieren wird. Es wird eine Zustimmung der unionsregierten Länder geben, inklusive des grün-schwarzen Baden-Württemberg. Sie werden alle umfallen, alle zustimmen, obwohl sie gestern groß auf Opposition gemacht haben, nur weil die epidemische Lage nicht verlängert wird. Das ist also keine Opposition. Die einzig wahre Opposition war auch gestern wieder ausschließlich und nur die AfD. Nur wir haben uns dagegen ausgesprochen. Das ist also das neue Konvolut, das neue Änderungsgesetz zum Infektionsschutzgesetz. Wieder ganz viel Kleingedrucktes, was im letzten Moment reinkam. Und ich erspare Ihnen die Details, aber es geht wirklich überall ins Eingemachte und es wurde dann nur Stunden nach der Verabschiedung im Bundestag gleich aufgegriffen, noch die Zustimmung des Bundesrats, die zum Zeitpunkt dieses Videodrehs noch aussteht, schon vorwegnehmend im Zuge einer berüchtigten Ministerpräsidentenkonferenz noch mit der Altkanzlerin, die eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen haben dürfte, Frau Merkel mit den aktuellen Ministerpräsidenten im Kanzleramt dann zelebriert wurde. Nur wenige Stunden nach Verabschiedung im Bundestag gab es diese Konferenz und die hat genau diese drakonischen Lockdowns für Ungeimpfte dann endgültig beschlossen, die dann ab Montag, das ist aber dann schon am Tag, an dem dieses Video wahrscheinlich gesendet wird, schon in Kraft sein werden. Das geht jetzt alles super schnell und ja, die AfD und Teile der AfD, auch ich, haben uns symbolisch solidarisch erklärt, weil wir schon wussten, was kommt, mit den Millionen von Menschen, die hier ab sofort täglich Diskriminierung und Unrecht erfahren werden müssen. Und wir haben uns zumindest teilweise auf die Tribüne im Bundestag hochgesetzt, obwohl wir uns noch hätten freitesten können. Unser Mandat wird insofern noch aufrechterhalten, dass wir uns noch freitesten können, im Gegensatz zu den vielen 2G-geplagten Menschen, die es jetzt in den nächsten Wochen geben wird. Ich hätte gesagt, wenn ich eine Rede gehalten hätte, aber ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, eine Ausgrenzung von Ungeimpften durch 3G oder 2-Regeln ist eine willkürlich ungerechtfertigte Einschränkung der Grundrechte der Menschen, insbesondere auf persönliche Freiheit oder körperliche Unversehrtheit, auch auf informationelle Selbstbestimmung. Man kann ja nicht permanent den Leuten abverlangen, ihren Gesundheitsstatus offenzulegen. Das ist alles krank und verrückt. Mein Kollege Martin Sichert hat die Hauptrede dazu gehalten, auch von der Tribüne aus. Ich fand die nicht schlecht. Er hat an einer Stelle vielleicht einen Faktenfehler gemacht. Aber über den kann man streiten und auf den will ich jetzt auch noch eingehen. Es wurde ihm auch sofort vorgehalten im Mainstream. Nur beispielhaft sei der Merkur zitiert aus München.
Martin Sichert hat sich bla 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 auf RKI-Daten, nee, auf PEI-Daten berufen, indem er gesagt hat, dass es sehr viele Impfschäden gebe. Zwar nur in 0,02% der Fälle, aber das ist bei 108 Millionen erfassten Impfungen dann auch absolut eine Menge, nämlich über fast 1.800 Verdachtsmeldungen, also eigentlich Impffolgeschäden. Und Martin Sichert hat vielleicht etwas unvorsichtig gesagt, dass es wirklich Impffolgeschäden sind. Er hat es im Indikativ gesagt. Und formell ist es natürlich vom PEI so vermeldet worden, dass das Verdachtsmeldungen über einen tödlichen Ausgang der Impfung in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung seien. Der zeitliche Abstand, schreibt denn der Merkur, sei aber nicht gleichbedeutend mit einem ursächlichen Zusammenhang. Tja, meine Lieben, Herr Merkur, das kann man ja sogar so sehen. Das wäre sogar meine Rede gewesen, allerdings nicht bei den Impfopfern, sondern bei der Corona-Statistik an sich. Und da wiederhole ich mich zum 50. Mal im Rahmen dieser Sendung. Wir sagen schon seit 18 Monaten differenziert endlich zwischen an oder mit Corona-Erkrankten oder Gestorbenen. So wie ihr jetzt meinetwegen dann auch die an oder mit der Impfung Gestorbenen differenzieren dürft. Das wäre dann logisch, nur das macht ihr nicht. Hier muss also differenziert werden und zwar gleichermaßen. Sind die Leute kausal an der Impfung gestorben, beziehungsweise sind sie kausal an Covid gestorben oder hatten sie zufällig beim Todeszeitpunkt auch noch die Impfungen bekommen oder auch noch Covid bzw. Coronavirus im Körper? Und da muss man dann schon sauber bleiben. Man muss es wirklich kausal identisch behandeln. Und genau das ist nie gemacht worden. Hätte man es nämlich gemacht bei den Corona-Toten, und da gibt es inzwischen genügend Statistiken und Belege dafür, dann wären wahrscheinlich zwischen 80% und 95% der sogenannten Corona-Toten einfach nur mit Coronavirus im Körper gestorben. Sie waren vielfach multimorbid, das habe ich schon 100 Mal hier erklärt. Aber konsequent wird diese Differenzierung nicht gemacht. Sie würde in absoluten Zahlen dazu führen, dass von den, ich glaube, heute offiziell in Deutschland vermeldeten 195.000 an oder mit Corona Gestorbenen über diese 2 Jahre der Pandemie vielleicht noch 5% oder 10% übrig blieben. Dann wären wir bei 10.000 bis 15.000. Vielleicht auch, wenn es ganz hoch kommt, 20.000, die wirklich kausal an Corona gestorben sind. Und dann hätten wir pro Saison 10.000 und das wäre in keiner Weise eine Auffälligkeit gegenüber früheren Grippesaisons. Und es gäbe nicht den geringsten Grund, eine Pandemie und einen nationalen Notstand jetzt seit 2 Jahren auszurufen. Das, lieber Merkur, habt ihr aber nie gemacht und alle anderen haben es auch nie gemacht, obwohl wir das permanent gefordert haben. Jetzt plötzlich fordert ihr es, obwohl es wirklich inzwischen weltweit, das ist keine Übertreibung, Hunderttausende, sogar Millionen von Impfopferstatistiken gibt. Das sind Zahlen, Größenordnungen, die jeden anderen Impfstoff längst bei jedem anderen Impfstoff zur Rücknahme vom Markt geführt hätten. Das ist hier nicht so. Das heißt, natürlich kann man sagen, diese Leute sind im zeitlichen Zusammenhang aber nicht kausal an der Impfung gestorben. Ja, es ist in der Tat im Einzelfall nicht immer belegt. Aber dann macht es verdammt nochmal auch bei den Corona-Toten selbst. Es messt nicht immer mit unterschiedlichem Maß. Das ist unsäglich. Ja, und in diesem Umfeld meinte Hubertus Heil gestern von der SPD ganz klar im Indikativ, die Menschen müssen sich impfen lassen. Also klarer Kasernenton, wer das nicht tut, keine Lohnfortzahlung. Auch die Firmen, die das vielleicht nicht forcieren, müssen sich auf angeordnete Firmenschließungen anschließen. Was hier alles an Grundrechten in einem Satz tangiert wird, ist unsäglich. Und diese permanente Testerei, die wirklich jetzt jeden Tag von ungeimpften Arbeitnehmern verlangt wird, da kann man nur sagen, es ist krank, wenn wir alle paar Tage auf eigene Kosten beweisen muss, gesund zu sein. Das haben wir noch nie so gemacht. Es gab sowas auch noch nie. Ich behaupte sogar fast, das ist noch nicht mal in Pestzeiten durchgezogen worden in diesem Land. Es ist ein derartiger Zivilisationsbruch. Ich habe das Wort auch schon mal in den Mund genommen. Ich weiß, dass es ein hartes Wort ist, aber es ist zumindest ein methodischer Bruch nie da gewesen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Grundrechte attesten müssen, permanent noch dazu, jeden Tag. Und wenn solche Dinge immer noch draußen kommen oder jetzt erst recht, impfen to go, oder wie hat es die Kanzlerin gestern bezeichnet, wir müssen jetzt einen Impfsprint und massenhafte millionenfache Impfbooster rein machen. Das ist alles krank. Das sind Anzeichen einer kranken Gesellschaft. Impfen to go, wo es jetzt die schnelle Spritze gibt. Unglaublich, solche Dinge. Das ist krank. Auch solche Dinge finde ich interessant. Verschafft mir die Impfung Immunität? Nein, aber dem Hersteller. Der Hersteller ist nämlich immunisiert. Das sind die völlig kranken Geschichten, und so könnte man jetzt noch lange weitermachen.
Ich habe ihn noch mitgebracht, weil das ja auch passt zu Sarah Wagenknechts Aussagen, die ich auch absolut hundertprozentig teile zum Thema Kindersport und Verbot für ungeimpfte Kinder am Sport teilzunehmen. Einen offenen Brief eines österreichischen Arztes an den österreichischen Gesundheitsminister Mückstein, den man durchaus noch ausführlicher lesen könnte. Ich bringe jetzt nur den Teil, den dieser Arzt, der offensichtlich eine Tochter hat oder mehrere Töchter, geschrieben hat, und er hat wirklich sehr gut begründet, das bringe ich in einem anderen Klartext. Sehr geehrter Gesundheitsminister, lieber Kollege Mückstein, Mückstein scheint auch Arzt zu sein, Sie wollen nicht von Covid-19 genesene oder nicht geimpfte Kinder über 12 Jahren von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, von anderen sozialen Aktivitäten in ihrer Freizeit ausschließen. Wie lautet die medizinische und gesellschaftspolitische Begründung für diese Entscheidung? Was hat Ihnen meine Tochter getan, dass für Sie bestimmte Grundrechte nicht mehr gelten? Sie hat seit 1,5 Jahren all die von der Politik verordneten unsäglichen Maßnahmen brav mitgetragen. Wer soll durch meine Tochter geschädigt werden? Kinder sind nicht Teil des Impfgeschehens, des Pandemiegeschehens. Glauben Sie tatsächlich, dass meine dreimal wöchentlich getestete, gesunde, ungeimpfte Tochter die Gesundheit anderer Menschen mehr gefährdet als ungetestete, geimpfte Menschen, die womöglich sogar Krankheitssymptome aufweisen, aber vom öffentlichen Leben nicht ausgeschlossen werden? Glauben Sie tatsächlich, dass diese Maßnahme gesunde Lebensjahre rettet? Und dann bringt er seitenweise medizinisch unbestreitbare Fakten, dazu gehe ich an anderer Stelle ein. Er schreibt dann auch noch klar, dass das Übergewicht bei Kindern und auch in der Gesellschaft insgesamt massiv zugenommen hat, was einen Rattenschwanz von Krankheiten und schweren Krankheiten und auch Todesfällen nach sich ziehen wird. Psychische Erkrankungen haben ganz massiv zugenommen, auch die soziale Ungleichheit, sonst doch immer ein Anliegen der Linken, hat ganz massiv zugenommen. Es gäbe, und das ist auch ganz wichtig, auch darauf hat übrigens Sarah Wagenknecht und auch ich schon x-mal hingewiesen, es gibt mittlerweile gute, extrem nebenwirkungsarme Möglichkeiten und Medikamente zur Prophylaxe und Frühbehandlung. Also Behandlung mit meiner Meinung nach besseren Ergebnissen als bei der Impfung, eben ohne Impfung, ohne mRNA-Impfung. Die Begründung für Ihre Maßnahmen, Herr Minister, fehlt komplett. Maßnahmen sind komplett kontraproduktiv. Die Diskriminierung von Menschen ist mit dem Grundrecht und den Grundsätzen der Demokratie nicht vereinbar. Höchste Durchimpfungsraten schützen nicht vor hohen Infektionsraten. Das sollte man vielleicht auch nochmal wieder herausstellen. Es ist inzwischen sehr gut nachgewiesen. Nicht nur an den Beispielen Gibraltar, Klammer auf 100% Impfung, oder auch Grafschaft Waterford in Irland, fast 100% Impfung, dass gerade in diesen Ländern die Fallzahlen massiv nach oben gehen. Und zwar teilweise, ich habe die allerneuesten Daten heute schon gesehen von der WHO, um das 7-fache gegenüber den Ländern mit weniger Impfquote. Das heißt, es gibt inzwischen wirklich Anzeichen, dass es gerade in diesen Ländern, in denen die Impfquote hoch ist, und zwar 100%, also das Idealziel von Frau Merkel und Co., in keiner Weise vorbei ist. Es ist nicht vorbei. Gibraltar macht an Weihnachten alles dicht, obwohl sie 100% Impfquote erreicht haben. Ja, was soll das? Das ist irre, so ein Ziel auszugeben, wenn man genau weiß, an anderen Ländern erkennbar, dass es nicht zum Ende der Pandemie führen wird. Und das kann ich jetzt nicht im Detail hier rezitieren, aber diese Grafiken sind inzwischen bekannt. Angst macht krank, verhindert rationales Denken und Handeln. Hören Sie auf, meine Tochter zu diskriminieren. Hören Sie auf, medizinische Halbwahrheiten und Lügen als wissenschaftlichen Konsens darzustellen. Hören Sie auf, die Schuld an dem sich seit Jahren abzeichnenden Pflegenotstand gesunden Menschen in die Schuhe zu schieben. Hören Sie auf mit Drohungen, Herabwürdigungen, Diskriminierungen, Sündenpolitik und Angstpropaganda. Das erinnert an düsterste Kapitel unserer Geschichte. Lassen Sie andere Meinungen zu. Kümmern Sie sich endlich um die Pflegemisere. Wenn Sie maßnahmekritische oder impfskeptische Menschen als Wissenschaftsleugner bezeichnen, dann haben Sie Wissenschaft nicht verstanden und sich nicht mit unabhängigen Studien befasst. Das ist ja das, was ich vorhin schon dargelegt habe. Wissenschaft ist niemals absolute Wahrheit. Auch das vorhin schon hier an anderer Stelle gefallen. Tja, und jetzt die Frage, die auch meine Kommentatoren permanent bringen in der Kommentarzeile. Warum kann das eigentlich alles passieren? Wie kann es sein, dass wir in solche düstere Zeiten wieder einmal reinlaufen, offensichtlich? Und wir sind schon relativ weit. Wir sind nicht 1929, wir sind schon etwas weiter. Wir sind auch nicht, Stichwort DDR, 1950 oder 1955, wir sind schon etwas weiter inzwischen. Es läuft nur subtiler. Warum kann das passieren? Und meine Thesen sind, erstens, wir werden von den Medien nicht objektiv unterrichtet, teilweise werden wir offen belogen.
Es gibt leider auch eine Massenverblödung, auch durch die Medien, Massenverblödungswaffen, hat es mal einer im Internet genannt. Es findet Bestechung statt von Ärzten, von ganzen Krankenhäusern, von Stakeholdern, die üblichen Verbandsverdächtigen sowieso, die für alles käuflich sind, für allen möglichen. Das Neue ist eigentlich nur, dass es überall passiert und dass es auch international ganz gut funktioniert. Es ist teilweise auch ein Versagen der Eltern, die offensichtlich ihre Schutzpflicht gegenüber ihren Kindern nicht ernst nehmen oder einfach der Verblödung anheimfallen. Es ist Angst, in der Tat, bei vielen Menschen, was auch kein Wunder ist, wenn man derart beschallt wird mit Wahnsinn. Und natürlich ist es auch Opportunismus, denn die schweigende Mehrheit gibt es leider wieder einmal viel zu groß in diesem Land. Nehmen wir Sophie Scholl an der Stelle. Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, die sich fügt und alles mitmacht. Noch ist es keine Frage des Überlebens, zumindest für diejenigen, die sich impfen lassen oder die ein bisschen Widerstand leisten. Zumindest wenn man jetzt nicht glaubt, dass man sofort tot umfällt von der Impfung. Aber erst recht nicht eben vom Impfwiderstand. Man fällt noch nicht tot um. Es ist noch nicht so gefährlich wie 1933. Aber die Mehrheit macht leider trotzdem mit. Sie ist schweigend. Sie lässt andere von sich für sich kämpfen. Der Deutsche kuscht, weil er Angst hat, alles zu verlieren. Die Wahrheit ist, gerade weil er kuscht und weil er schweigt, wird er alles verlieren. Und deshalb muss ich an der Stelle doch auch mal an Sie, liebe Zuschauer, appellieren. Machen Sie den Mund auf. Noch haben wir die Möglichkeit, die Mächtigen zu stoppen an dieser Stelle. Es kann nicht sein, dass die Irratio und die Boshaftigkeit und teilweise auch die Plutokratie, denn es geht um Billionen von Geld, was hier im Zuge von Corona freigesetzt wird, dass das unser aller Leben jetzt dauerhaft bestimmt. Wir reden von einer dauerhaften Hängen an der Nadel. Wir sollen alle wie Junkies dauerhaft alle 5-6 Monate an diese Nadel gehängt werden. Wir sollen auch total überwacht werden in Form des digitalen Impfpasses. Das sind alles Fringe-Benefits aus Sicht einer Elite, die das durchaus gerne sieht. Wenn dieses Virus natürlichen Ursprungs ist, wovon ich nach wie vor ausgehe, dann wurde es verdammt gut instrumentalisiert. Stoppen Sie das, wir können nur Ihre parlamentarische Speerspitze sein. Sie müssen es am Ende wieder mal selbst richten. Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit zumindest mit Mut, wenn schon nicht mit Blut, aber immerhin mit Mut begossen werden. Tun Sie das, Ihr Peter Böhringer.